Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu einem neuen Format Princess Charming It in MTF. Wir müssen hier ein bisschen die Zunge zügeln, habe ich das Gefühl. Ich kann mich hier nicht mehr so gehen lassen. Das war Spaß, oder? Gucken wir mal, wie das läuft, die nächste Stunde. Also krachen lassen werden wir es auf jeden Fall, denke ich mal. Was ist denn das hier, Princess Charming? Das ist das erste lesbische Dating-Format der Welt. Wir hatten letztes Jahr schon das große Vergnügen, auf Staffel 1 reagieren zu können. Let's go, Lesbians! Und umso gespannter bin ich auf Staffel 2, weil die Messlatte hier, würde ich mal behaupten, ne? Das hat mich sehr berührt in dem Moment. Wer die ganze Folge komplett nochmal nachsehen will, der tut das absolut super gern auf RTL Plus. Und hier zu abonnieren, come on. Wer kann da widerstehen, frage ich mich. Keiner, genau. Ich ziehe auf zu 100% blank. So, und jetzt starten wir rein. Stellt euch die Princess vor, habt ihr irgendein Bild im Kopf? Also ich glaube, sie ist blond. Ja, glaube ich. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall blond. Ich bin Paula, ich bin 27 Jahre alt. Hallo? Paula, eigentlich müsste es natürlich jetzt meine Favoritin werden. Wegen des Namens. Schauen wir mal. Es gibt natürlich dieses klassische Klischee, also dieses stereotype Bild von lesbischen Frauen. Und ich glaube, das widerlege ich ganz gut. Also ich bin schon auf jeden Fall die Offensive, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall auch der Plan für die Princess, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Paula, was sind deine drei Lieblingswörter? Auf jeden Fall. Okay, Ladies, let's go. Ich strahle gern. Ich finde, ja, dass ich werde auch oft Strahli genannt oder Strahlemann oder irgendwie Sunshine. Strahli. Strahli. Das finde ich ja süß. Aber ich finde, ihr Lächeln hat wirklich so was Warmes. Früher war ich total happy, wenn man mir das halt nicht sofort angesehen hat, dass ich auf Frauen stehe. Aber mittlerweile steht man viel mehr zu sich selbst und ich stehe viel mehr zu mir selbst. Und deswegen ist das alles cool. Ja. Sehr gut gemacht, Baby. Ey, eine Frage, ist das das Alter oder ist das die Gesellschaft, die sich verändert, dass man besser mit seiner Sexualität umgehen kann und offener? Das habe ich mich nämlich schon mal gefragt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ihr müsst mich ja hier wieder aufklären. Ihr wisst, also nur wer Bock hat. Danke. Hast du so No-Gos, wo du sagst, geht gar nicht? Auf jeden Fall nicht jemanden, also keine Frau, die keinen Bock hat auf Aktivität. Also so Couch-Potato geht für dich gar nicht. Nee, Katastrophe. Paula, haben wir hier keine Gemeinsamkeiten oder was? Ich bin Hannah, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Hannover und ich bin die neue Princess Charming. Aha. Ich glaube, dass man überall die große Liebe finden kann. Überall, selbst im Wandschrank. Jetzt in mein Schlafzimmer, du klopfst, eine Minute. Oh, komm, ohne Mikro. Ich glaube, da gibt es keine feste Regelung dafür. Und deswegen glaube ich auch daran, dass man im Fernsehen die große Liebe finden kann. Und ich erhoffe es mir natürlich auch, dass das passieren wird. Naja, die Sache im Fernsehen ist halt, du weißt nie, was die Absichten der anderen Personen sind. Wollen die nur Fame? Wollen die nur ein bisschen Spaß? Wollen die eine Lebenserfahrung? Ach, was weiß ich. Und das finde ich so schwierig am Fernsehen, dass du nie so richtig weißt, ist es real oder nicht? Ich bin seit letztem Sommer Single und wäre jetzt bereit, auf jeden Fall wieder in eine Beziehung zu gehen. Das ist schön. Wäre blöd, wenn nicht, kann man so sagen. Was ich vermisse, ist die Zweisamkeit in der Beziehung und dass man viele Sachen teilt. Dass man viele Sachen teilt? Sie meint Gespräche, ne? Sonst holen wir hier eigentlich auch die Fahnen raus? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich mach's jetzt erstmal nicht, aber sagt da mal Bescheid. Mich machen, denke, viele Sachen besonders. Ich bin jemand, der eine Ausbildung gemacht hat auf dem Bau, was natürlich für eine Frau total untypisch ist. Ah, ist so, ja, ist so, ne? Mann. Ich habe mich dazu entschieden, im Trockenbau eine Ausbildung zu machen, weil ich vorher schon mal so ein paar handwerkliche Sachen gemacht habe und daran Spaß hatte. Ja, das ging mir genauso. Was habe ich gemacht? Friseurmeister. Ist auch ein Handwerk. Ja. Mich stört es auch gar nicht, mit Männern zusammenzuarbeiten. Ich arbeite gerne mit Männern zusammen. Und komm mit denen auch super klar. Das ist ja Blödsinn, oder? Das ist ja absoluter Schwachsinn gerade. Komm, der muss ein bisschen Witz zu machen darüber. Ist hier Standard, falls ihr neu seid. Aber wir nehmen ja alles mit Humor, ist es klar? Ja, ich freue mich. Momentan arbeite ich in der Projektleitung und leite Baustellen. Ganz großen Respekt an Sie. Ich glaube, ich habe durch meinen Beruf sehr viel Toughheit, wenn ich das so sagen kann, bekommen. Bam! Und da kickt sie das Fenster ein. Das ist, meine Freundin, Beweis für Toughheit. Aber ich bin gleichzeitig auch ein sehr emotionaler Mensch. Das kommt wahrscheinlich auch von meiner brasilianischen Seite. Die Brasilianer, die sind sehr emotionale Menschen. Ach so, ist das so?
Aber ist das nicht auch Schubladendenken? Soll man da nicht in so Formaten ganz von wegkommen? Ich weiß es doch nicht. Mir gefällt Brasilien, mir gefällt die Kultur. Ich habe sehr lange Capoeira gemacht, also den brasilianischen Kampftanz. Hey, zeig dir mal ein paar Moves. Verbindung zu meinen brasilianischen Wurzeln ist auf jeden Fall wichtig für mich. Komische Nummer. Den Ratschlag, den hätte ich mir ein bisschen gestreckter gewünscht. Seit wann bist du in Deutschland? 6 oder 7 Jahre. Und wieso bist du nach Deutschland gekommen? Ich war mit meiner Freundin feiern und gegen 6 Uhr morgens sind wir frühstücken gegangen. Dann kommt ihr Bruder, eine meiner Freundin, der sagt, hey, nächsten Samstag, ich fliege nach Deutschland, so 8 Monate Vertrag in einem Eskafé, die suchen noch eine Frau. Ich bin nach einer Woche mitgeflogen mit einem kleinen Koffer. Nach 6 Jahren bin ich immer noch hier. Geil. Die gefällt mir. Ich bin Maria, ich bin 30 Jahre alt, ich bin queer und ich komme aus Sardinien. Boah, Sardinien. Okay, krass, bin ich einmal hingefahren mit dem Auto, 30 Stunden. Ein Traum. Sardinien ist es extrem schwer gewesen, queer zu sein, als in Deutschland. Das war extrem unmöglich für mich, mit einer Frau auf meine Hand durch meine Stadt zu laufen. Wie traurig. Sei sempre te stesso, non importa quello che pensano gli altri. Die spreadet hier die Weisheiten. Wo wohnst du? Ich wohne in Bremen. Ich war auch viel im Ausland die letzten Jahre. Oh, immer dieselben Gespräche, die man so führt mit neuen Leuten, ne? Aber erzähl doch mal, wer bist du? Ich bin Charlotte. Ich glaube an Liebe auf den ersten Blick. Ich hätte in der Zukunft schon gerne auch ein traditionelleres Leben. Ich könnte mir auch vorstellen, noch mal aufs Land zu ziehen. Okay. Ganz ehrlich. Standard, oder? Ich bin auf jeden Fall sehr abenteuerlustig und ich habe Lust, noch vieles zu entdecken auf der Welt. Ich bin aber auch sehr fürsorglich und ich kann auch mal zur Ruhe kommen und ich denke, das kombiniert ist eigentlich auch ganz schön. Ja, ist ganz schön. Aber genauso stelle ich sie mir auch vor, oder? Bisschen ruhiger, fürsorglich. Naja, es ist echt schwer einzuschätzen mit so einem Intro, dass sie sich da einsprechen. Man fragt sich auch immer, wie viel ist davon auswendig gelernt und ja, man will sich ja gut verkaufen, ne? Ich finde, ich bin ein Jackpot für jede Frau. Ah, die Einstellung gefällt mir. Wie lange bist du so Single? Ich bin seit 2,5 Jahren jetzt Single. Ja, schwierig. Okay. Du, ich habe Freunde, die sind 7, 8 Jahre Single, also mach dir keinen Stress. Aber die Richtige war noch nicht dabei, irgendwie. Und du? Ich hatte noch nie eine richtige Beziehung. Also, was ich mir unter Beziehungen vorstelle, habe ich noch nicht erlebt. Siehst du? Und ja, hoffen wir mal, dass es hier klappt, gell? Ja. Die dreckige Lache von der anderen. Ich bin Lena, 20 Jahre alt und komme aus Leverkusen. Leverkusen! Sehr gut gemacht, Baby. Ich komme doch auch aus Lev. Also ursprünglich, ne? Deswegen, hallo! Die ist meine neue Favoritin, das ist klar. Ich selber label mich ja als pansexuell. Also ich liebe den Menschen und da ist der Rest egal. Ist das nicht bisexuell? Nein, ist es nicht, ne? Weil es wen nochmal ausschließt? Non-binäre Menschen, ne? Heieiei. Ich bin mit 17 Jahren Mutter geworden und das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Dieser Spagat zwischen Erwachsenwerden und schon Mama sein, das war dann immer täglich so die Challenge. Krass, also sie hat jetzt ein 3-jähriges Kind mit 20, das ist so krass, ne? Ich denke mir auch immer, hättest du mal früher angefangen, dann wäre das Kind jetzt schon fast volljährig und der Bums wäre durch. Das ist ja mein Ziel, ich will ja eigentlich Oma werden. Wisst ihr das? Da würde ich mich gerne drüber freuen. Ist so. Wie sieht's bei dir aus? Hast du ganz klare No-Gos? So, das ganze Thema Religion ist mir zum Beispiel echt wichtig. Und eine Hardcore-Atheistin, die irgendwie mich dann als dumm oder Realitätsverweigerin oder weiß ich nicht was bezeichnet, nur weil ich an Gott glaube, das ist halt schwierig. Das ist für mich ein No-Go. Okay, jetzt oder? Ich bin die Katharina, ich bin 30 Jahre alt, komme aus Köln. Ich finde, die haben echt alle ein stabiles Alter, also ein geiles Alter. Ein bisschen problematisch, weil dann sind sie ja schon sehr, ja, reflektiert, haben schon viel erlebt im Leben. Ob da viel Drama kommt, frage ich mich. Wisst ihr, wie ich mein? Wie soll der Drama entstehen? Und arbeite als Personalsachbearbeiterin in der Verwaltungsstelle der katholischen Kirche. Okay, katholische Kirche. Jetzt sage ich, katholische Kirche und Homosexualität passen nicht zusammen. Da sagt ihr mir bestimmt, Paula, das ist falsch. Also wenn ihr homosexuell seid und in der Kirche seid. Aber gut, es ist etwas, worüber ich absolut nichts weiß und nicht urteilen kann. Es ist nur etwas, was ich persönlich denke.
Und da frage ich mich schon, wie kannst du denn sowas unterstützen und dann noch für die arbeiten? Aber sie wird ihre Gründe haben. Ich bin sehr religiös aufgewachsen, glaube allerdings, dass sich das nicht ausschließt, gläubig zu sein und trotzdem modern und queer zu sein. Oh, sie hat mich gehört. Kann das sein? Naja, wahrscheinlich denkt das jeder, ne? Aber okay. Also es ist nicht besser, aber sie hat die Hoffnung, dass es besser wird. Dann hoffen wir mal, dass es besser wird. Beim Daten ist es immer ein Thema. Von wegen, wie wird es mir denn einfallen, für diesen Laden zu arbeiten, der mich selbst diskriminiert. Aber ich habe die ganz, ganz große Hoffnung, dass das besser wird irgendwann. Ansonsten geht nichts. Princess Charming trägt ja auch unglaublich viel zur Aufklärung bei über die Community. Zum Beispiel so? Ich liebe diese Frage, ich stelle sie auch eigentlich immer. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gerne leckt ihr? War schon ein kleiner Highlight-Moment, letzte Staffel. Und da bin ich unglaublich gerne Teil von. Na gut. Aber was wäre denn jetzt, guck mal, was wäre denn jetzt, wenn eine von den Mädels sagt so, ey, ich bin absolut gegen die Kirche, weil die Menschen wie mich überhaupt nicht respektieren, akzeptieren, nur aufgrund meiner Sexualität. Ist es dann nicht irgendwie schwer, eine Frau zu finden? Weil man eine Hardcore-Feministin darf es ja nicht sein. Ach nee, Moment, Hardcore-Atheistin, hat sie gesagt. Aber ich verstehe es schon, dass Menschen, die eben nicht heterosexuell sind, ein sehr großes Problem mit Religion haben. Also kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen finde ich es gerade krass, dass sie da wirklich so sagt, nee, also eine Anti... Ach Mann. Das Wort schon wieder vergessen. Aber die will ich nicht. Mit der komme ich nicht klar. Aber klar, das muss ich auch mit ihr vertragen. Aber es ist schon irgendwie, weiß ich nicht, interessant auf jeden Fall. Ich bin Sarah, 26 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und bin Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die ist krass. Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da sage ich Hut ab und... Naja, ich sag mal so, gut sieht sie auch aus, ne? Ziemlich gut sogar. Kann es sein. Ich habe direkt nach dem Abi mit dem Medizinstudium angefangen und dann habe ich noch neben Medizin einen Zweifach-Bachelor eben in Kunstgeschichte und Geschichte gemacht. Klar, casual. Das ist ganz normal. Mein Plan ist später halt als ärztliche Psychotherapeutin besonders für LGBTQIA+-Personen da zu sein. Toll! Das finde ich ja ein super tolles Ziel. Und was ist dir so wichtig bei einer Frau? Natürlich ist mir Intelligenz bei einer Partnerin wichtig. Insgesamt würde ich aber sagen, dass mir so das emotionale Miteinander wichtiger ist. Okay. Ich bin die Laura, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus München und ich bin Barkeeperin. Okay, die ist jung. Ich bin Single seit eigentlich 22 Jahren, also schon immer. Genau, ja. Ich hatte noch nie eine Beziehung. Ist das so ein Problem als Frau, als lesbische Frau, eine Partnerin zu finden? Also guck mal, die ist Barkeeperin, die wird doch 1000 Weibers da... Naja, du weißt ja nie, ist die Frau lesbisch oder nicht? Ihr wisst, ne? Kommentare sind für euch. Ich bin Dora, ich bin 23, komme aus Köln und studiere Sonderpädagogik. Natürlich, eine muss mindestens aus Köln kommen, sonst wäre das hier nichts. Ich bin die Katharina, komme aus Köln. Bin jetzt aktuell seit 1,5 Jahren Single. Warum ist das so wichtig, wie lange die schon Single sind? Das sagt ja echt jede. Also klar, werden die das gefragt, aber warum denkt man, das ist wichtig? Ich bin auch alleine glücklich und so. Ich glaube, das ist auch voll die wichtige Basis. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, schöner, das zu teilen und einfach gemeinsam Sachen zu erleben. Ja, du, da geht's dir wie Hannah. Ich hatte bisher öfters schon so Liebe auf den ersten Blick. Cool, vielleicht auch mit der Princess. Wollen wir mal gucken. Zu der gucken wir jetzt auch mal. Ich war das allererste Mal in eine Frau verliebt mit 16. Das war nicht geplant in dem Sinne, dass ich gedacht habe, boah, da ist jetzt eine Frau und ich verliebe mich in sie. Sondern das ist etwas, das ist auf natürliche Art und Weise gekommen, was auch eigentlich ganz schön war. Ganz ehrlich, klingt eigentlich nach der schönsten Art und Weise. Ich bin auch seitdem nur noch mit Frauen zusammen gewesen. Jetzt kommen bestimmt die Männer. Da musst du aber auch mal probieren, die Männer. Wenn du es noch nie probiert hast, weißt du es ja nicht. So unlogisch, oder? So richtig geoutet habe ich mich von meiner Familie nicht, so dass ich mich da hingesetzt habe und offiziell gesagt habe, ja, ich stehe auch auf Frauen. Sondern irgendwann hat meine Familie gemerkt, dass ich immer wieder mit Frauen nach Hause komme und dann war es auch irgendwann immer wieder dieselbe Frau. Waren es mal 2, 3 Frauen, 4, es war eine wilde Phase. Geil. Und deswegen musste ich auch nicht irgendwie mich hinsetzen und jetzt direkt sagen, ja, ich stehe auf Frauen, sondern das ist dann einfach so gekommen. Ja, voll schön.
richtig cool, oder? Ich bin ein körperlicher Mensch. Ich brauche sehr viel Nähe. Ich mag es unglaublich gern zu kuscheln. Ich mag es gestreichelt zu werden. Ich mag es auch massiert zu werden oder zu massieren. Damit habe ich kein Problem. Ich knete. Okay. Meine Traumfrau macht aus, dass sie mit mir klarkommt als Mensch. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Ja, das ist echt wichtig, ne? Hat sie recht. Dass sie mit mir viel lachen kann, dass sie Humor hat, dass sie mich versteht. Aber gut, dann muss sie jetzt auch viel lachen und Humor haben, weil sonst ist es unfair. Eigentlich bin ich sehr offen für alle Typen, für Frauen und ich möchte gerne alle kennenlernen und möchte denen auch die Chance geben, dass sie mich kennenlernen können. Das gefällt mir. Mann, ich kann dir wirklich nur zustimmen. Die erste Folge ist immer ein bisschen schwierig. Ich erhoffe mir natürlich, dass da eine auf jeden Fall mindestens dabei ist, die mir gefällt und der ich auch gefalle. Ach bestimmt, da sind schon ein paar heiße Feger dabei, kann man so sagen. Also, ach ja, doch, wird was kommen. Ein bisschen erinnert sie mich auch an Elsa, oder? Also, naja, ich muss schon sagen, ich hätte mir halt Elsa als nächste Prinzess gewünscht. Aber ich weiß ja auch nicht, was die treibt. Diese Frau. Der Gedanke, von so vielen Frauen erobert zu werden, kann einen ein bisschen nervös machen auf jeden Fall. Und eigentlich bin ich immer in der Position, dass ich erobern muss bei den Frauen. Und das heißt, ich bin jetzt genau, es ist genau andersherum. Bin ich mal gespannt. Das ist ja voll komisch, weil sie will dann ja bestimmt mal ran an die Bulette, aber kann ja nicht, weil die Mädels müssen ja erstmal einen Schritt machen. Es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich denke, das wird ziemlich lustig auf jeden Fall und aufregend. Ich hoffe. Ich habe hohe Erwartungen. Wie gesagt, die Messlatte hier von letzter Staffel. Guck mal, jetzt haben sie hier aufgepäppelt, aufgerüstet. Es gibt ein Charmings On-Tour-Bus. Für die Ladies. Super. Ziehen jetzt da in ihrer Villa ein. Erstmal natürlich ein Sekko. Klar. Und auf eine geile Zeit. So, können wir jetzt gucken gehen? Jetzt können wir gucken gehen! Okay, die ist ein bisschen out of control. Eventuell die Aufregung. Man weiß es nicht. Ich bin Taishia, ich bin 29, komme aus Köln, arbeite als Tänzerin und in der Fitnessbranche. Ach, ich liebe, dass dann Leute Tänzer sind. Da denke ich mir nämlich immer so, es haben ja viele diesen Traum als Kinder. Oder, ne, Kinder, Jugendliche, ich eventuell auch. Und dann siehst du aber die, die es wirklich so geschafft haben und dran geblieben sind und so. Dann geht mein Herz immer ein bisschen auf. Fabulous. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich nicht mehr die tendenziell so ein bisschen zurückhaltend ist. Dann bin ich Showgirl und Rampensau. Dann bin ich in meinem Element. Ach so, sonst ist sie tendenziell eher die Zurückhaltende. Hat die nicht gerade rumgeschrien, von wegen, wir gehen jetzt die Zimmer anglotzen? Naja. Das Glas war mir immer halb voll. Und ich schütte immer nach. Am liebsten Moe. Das ist eine Partymaus. Mein Name ist Caro, ich bin aus Leipzig und bin Unternehmerin. Okay, was machst du denn so? Was unternimmst du denn so? Definitiv sehe ich mich als Karrieremensch. Ja, ich möchte definitiv auch erfolgreich werden im Leben. Ach so, sie will noch erfolgreich werden. Also, sie ist Unternehmerin, aber da läuft noch nichts erfolgreich, oder was? Ich habe immer gesagt, wir haben mit 30 Millionär. Boah. Gefällt mir, ich kann mich richtig identifizieren. Aber das Problem ist, ich bin jetzt reich. Reich bin ich nicht, ich bin 30. Aber keine Millionärin. Autsch, im Herzen, come on. Ich arbeite daran. Also ich habe schon zu meiner besten Freundin gesagt, dass ich hoffentlich niemanden im Haus so attraktiv finde, dass es zu irgendwas kommen könnte. Oh ja, das ist immer das Risiko bei Princess und Prince Charming, ne? Da kann es auch untereinander mal zur Sache gehen. Und ich glaube, das passiert auch öfter mal, nur gezeigt wird's uns nicht. Mein Name ist Vivian, ich bin 25 Jahre alt. Ich spiele Fußball, seitdem ich 6 bin. Klar, da muss ja auch eine von den Fußball spielen, ne? Weil sonst, wo sind die Klischees? Das Beste, was natürlich passieren würde, dass ich mit der Princess nach Hause gehe. Ein Traum, ne? Nächste. Ich bin Eileen, ich bin 29 Jahre, komme aus Berlin und bin Erzieherin. Ich glaube auf jeden Fall an die große Liebe, ja. Süß. Ich bin absolut romantisch. Ja. Total. Ja, das finde ich ja auch so krass, ne? Also man sagt ja Frauen nach, dass die viel romantischer sind als Männer. Und jetzt ist da eine Beziehung zwischen zwei Frauen und beide sind voll die Romantikerin. Wie stellt man sich das vor? Ist das das schönste Leben der Welt? Love anything. No. Das ist so krass, Leute, wir sind da. Das ist so eine Ehre für mich, dass wir das hier leben dürfen. Ja, ist schon schön, aber sowas will ich hier gar nicht sehen. Das cringe mich ein bisschen weg. Nein, es ist doch schön. Es ist auch für mich eine Ehre, hier jetzt darauf zu reagieren. Und es ist so schön, so das zu leben, so was man ist. Es ist so unfassbar schön.
Ich liebe es, dass ich selbst sein darf. Ja. Was für ein bekacktes Gefühl das sein muss. Aber die Mädels haben es zum Glück ja schon geschafft, einfach ihr Leben zu leben, ohne dass es sie noch juckt. Das finde ich toll. Ich bin die Anastasia und ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Bauer. Also ich komme aus dem Allgäu. Ich habe seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich auf einer Party war. Ich habe auch tatsächlich noch nie eine Frau angesprochen. Deswegen wird das schon eine große Herausforderung für mich. Das musst du mir erklären. Bauern in meinen Augen sind Partybiester. Auf dem Dorf machst du doch die geilsten Partys oder was? Bist du jetzt wirklich Bauer? Das ist die nächste Frage. Und jetzt gucken wir weiter. Queers, wir haben eine Nachricht. Einmal bitte auf dem Sofa sammeln. Hi, ich bin Hanna. Oh Gott. Sie hat kurze Haare. Mann, das gefällt mir nicht. Also, stell mal vor. Hi, ich bin Paula. Das klingt so auswendig gelernt. Das ist aber auch nur ein Satz, ne? Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Hannover. Hannover? Eieiei, okay. Ich liebe es, Motorrad zu fahren. Motorrad? Ja. Die Mädels sind aus dem Häuschen, aber viel hast du da nicht gesehen. Ja, das so kurze Haare hat und ihre Stimme hast du gehört. Das war's. So, wir haben eine Prinzessin, ja? Sie hat auf jeden Fall kurze Haare, oder? Ja, also würde ich jetzt mal so und lange Wimpern. Die hat eine sehr schöne Stimme. Ja. Du lügst atemberaubend gut. Sorry, komm mal, das war monoton ohne Ende. Also so auswendig gelernt. Hi, ich bin Hanna. Hi, ich bin Hanna. Oh Gott, das klingt noch schlimmer. Ach, was weiß ich denn? Ich finde, man hat jetzt ein bisschen wenig gesehen. Die sagt's, wie es ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich eigentlich schon auf den sehr femininen Typ stehe mit langen Haaren und sie halt kurze Haare hat. Aber es gibt auch Frauen, die sind ja feminin mit kurzen Haaren, ne? Deswegen, lass mich überraschen. Ach so, scheiße. Gucken wir mal. Ich heiße Sapscho, bin 28, komme aus Berlin und bin mittlerweile 4 Jahre Single. Bin auch ziemlich wählerisch, muss ich sagen. Also wenn es mit dem Aussehen passt, passt es mit dem Charakter nicht. Wenn es vom Charakter her passt, passt es vom Aussehen eher nicht. Hey, ich verstehe sowas nicht. Also doch, seid doch wählerisch. Aber es ist so unnötig, weil ihr euch so viele Türen verschließt. Meine Meinung. Also man kann auch einfach mal akzeptieren, dass jemand hammermäßig aussieht, aber nichts im Kopf hat. Spaß. Finde ich ein bisschen lächerlich. Ich meine es natürlich andersrum. Aussehen ist so unwichtig. Wenn man sich in den Charakter verliebt, ich finde, dann wird die Person sowieso voll schön. Aber das ist ja auch nochmal, glaube ich, eine eigene Art von Sexualität. Kann das sein? Ich glaube, das bin ich. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt findet doch jeder den Charakter, also langfristig gesehen, wichtiger, oder? Kommt drauf an, wie du, in was in der Gesellschaftsstruktur du aufgewachsen bist. Ob es dir jetzt wichtig ist, dass dein Typ oder deine Frau gewisse äußerliche Attribute hat oder eben nicht. Reproduktive Fitness und so. Oder halt was anderes. Aber im Endeffekt werden wir auch so ein bisschen in die Richtung erzogen, oder? Was wir uns aussuchen als Partnerin. Oder laber ich hier wieder kompletten Nonsens? Boah, das ist eine gute Frage. Ich war nur mit heterosexuellen Frauen in einer Beziehung. Aha, okay. Das musst du mir erklären. Wie geht das? Also, wie können die denn dann heterosexuell sein? Ist da meine Frage, wisst ihr? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Masche. Meistens werde ich von den Frauen angesprochen. Ich sehe nicht schlecht aus. Ich habe auch Humor, würde ich jetzt sagen, ne? Ein bisschen. Auf jeden Fall stabiles Selbstbewusstsein. Gefällt mir. Ich mache das dann meistens mit Blickkontakt und dann kommen die schon von alleine. Klar, so mache ich das auch immer. Ich gehe in den Club, ne? Check up, okay, wer gefällt mir? Dann gucke ich da mal kurz hin. So. Und dann läuft das Ding. Jay ist einfach schon fertig, ey. Schick. Ja. Wow. Ich glaube, meine Mutter würde sagen, die richtige Frau wurde noch nicht für mich gebacken. Jay, 26. Stabiles Alter. Ich bin die Jay, ich bin 27, komme aus Frankfurt und bin Content Creator. Ich habe letztens so was Geiles gelesen, hat irgendwer geschrieben. Content Creator ist man, wenn man eine normale Person ist, die sich einen Social Media Account macht. Ich bin froh, Alter. Natürlich ist auch queerer Content dabei. Ich finde es super wichtig, dass es so ein Format gibt. Und ich bin auch einfach da super happy, dass ich gerade für Frauen wie mich repräsentieren darf, die vielleicht etwas maskulin sind. Okay. Das ist ein Move, den übernehme ich für den nächsten Clubbesuch.
Das ist auf jeden Fall die Message, mit der ich hier reingehe. Egal, ob du jetzt in den Stereotyp reinpasst, du bist gut und du musst dich nicht verändern. Du bist gut, wie du bist. Mein Name ist Jasmina Melja, ich bin 28 Jahre alt und lebe in Osnabrück. Ich bin schon sehr freigeistig und ich brauche auch viel Zeit für mich selbst. Finde ich gut. Brauche ich auch. Obwohl, ne? wenn ich dann kuscheln will, dann mal pronto. Freiraum in einer Beziehung ist mir in dem Sinne wichtig, dass ich auch mal für ein, zwei Tage mein Handy ausschalten kann, ohne dass ich irgendwie Stress habe mit meiner Partnerin und die das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Krass, gibt's so Leute, die sagen dann, hey, nein, du lässt es an? Naja, dann vielleicht wegen Eifersucht und so. Dann erzählt die noch diesen Freigeist. Die Freundin denkt sich bestimmt, wo war es die letzten zwei Tage? Hast du wieder in der Panne war? Von Freitag bis Sonntag im Berghain verbracht, oder was? Cool, dass die wirklich echt mal zwei Tage ihr Handy ausschaltet. Das würde ich auch so gerne mal machen, ne? Also das Ding ist, ich würde mir direkt eine Alternative suchen. Laptop, Netflix. Ach, aber... Nee. Du kannst nicht mehr weitergehen. Habt ihr gesehen, das Puzzle ist fertig. Das mache ich dann natürlich auch sehr gerne, um meine Zeit zu verbringen. Und da... Ach, ich liebe es, weil kein Laptop. Kannst vielleicht einen Podcast dabei hören. Aber ja... Mann, ich will auch mal so einen kleinen Detox machen. Zwei Tage, was sind zwei Tage? Nichts. Aber ich kriege jetzt schon Panik, wenn ich dran denke. Eine Frau wirkt auf mich neugieriger, weil sie sich mysteriöser darstellt als ein Mann. Die gibt nicht direkt alles offen von sich und das reizt einen mehr. Ach so, so ist es also. Ach, da kenne ich aber auch Männer, die so tun auf, ich bin eine unerreichbare süße Maus. Pff, kann ich dir zeigen, ist kein Problem. Ah. Ja, manche sind halt einfach Naturschönheit. Ja. Und dann komme ich. Ach Quatsch. Ey, ich will sowas hier nicht mehr hören, sowas. Ne? Also ehrlich. Nein, ich sag du hast auch Spaß, weil ich gerade so ausschaue. Also sie weiß, dass sie wunderschön ist. Weiß ich nicht. Fishing for Compliments, muss das sein? Na gut. Hi, mein Name ist Kim. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Beziehungen waren bisher ausschließlich mit Männern. Das kommt einfach, weil ich mich sehr spät geoutet habe. Ich habe mich als bisexuell geoutet. Diese ganzen Vorurteile, die außerhalb der Community und auch teilweise innerhalb der Community dagegen herrschen, die habe ich mir selber halt eingeredet. Das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Bis ich dann halt einfach irgendwann gesagt habe, okay, es kann nicht mehr so weitergehen. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass es nie zu spät oder zu früh für ein Outing ist. Ach, das ist ja schön. Das ist schön. Boah, Alter, was für Outfits. Ich habe gefühlt, überall, wo ich hingucke, ist ein Arsch. Es tut mir so leid. Ist okay. Ich guck doch jetzt auch. Ich sehe deinen Arsch im grünen Kleid und dann halt rechts neben dir, die gerade in die Höhe streckt. Mehr sehe ich da auch nicht. Okay, Girls. Ja, die Paula hat sich aber die Geilste da geangelt. Kann das sein? Wer bist du? Okay, Girl. Wir beide fliegen heute nicht raus. Nein, just saying. Wir safe nicht. Gut. Ich bin die Jessie, bin 26 Jahre alt. Meins. Ich bin eine sehr feminine Frau und ich werde sehr oft in eine falsche Schublade gesteckt. Ich bin sofort die Hetero-Frau und wenn man irgendwie mich anschaut, dann glaubt man nicht, dass ich auf Frauen stehe. Ey, das stelle ich mir so scheiße vor. Also meint sie jetzt zum Beispiel mit anderen lesbischen Frauen, wenn sie dann jemanden trifft und dann sagt die, ja, ich bin lesbisch und die andere sagt so, als ob. Glaube ich nicht. Das ist bei dir bestimmt nur ein Trend. Du versuchst es doch gerade nur, weil du The L-Word gesehen hast, oder was? Ist das so? Oder meint sie von Leuten außerhalb der Community? Also ich bin bereit und ich habe Lust, die Frauen kennenzulernen. Sonst wäre ich natürlich nicht hier. Ich habe überhaupt mich zu verlieben. Ich find's geil, dass sie jetzt auf dem Moped da ankommt, ne? Klar. Na klar. Also Ladies, ihr seht alle fantastisch aus. Die hält noch eine kleine Rede, kleine Motivationsrede. Ist sie so gewöhnt von zu Hause. Ich würde eigentlich jetzt gerne hier stehen bleiben und euch die ganze Zeit anschauen. So, genug geredet. Jetzt kommt sie. Die Mädels flippen aus. Oh mein Gott, wie geil! Das gefällt mir nicht. Den Auftritt hätte ich anders geplant. Ich hätte ihr einen Helm angezogen, der komplett dunkel ist. Dann kommt sie da hingelaufen und dann... Das wäre ein Moment geworden. Die ist richtig schön. Die ist so schön. Oh Gott, ist die hübsch. Oh mein Gott. Der war auch ein Schritt, ne? Baba-mäßig. Baba-mäßig. So laufe ich auch durch die Stadt. Ey, Leute, hört auf zu sabbern, gell? Hört auf. Hi,
Hi, ich bin Hanna. Hi, Hanna. Hi. Hi. Die flippen aus, ne? Die flippen aus, die Weibers. Wow, I'm fucked. Sie hat ein super schönes Gesicht. Hammer Körper. Auch sexy mit dem Lederoutfit. Stell mal vor, jetzt eine Veganerin dabei. Das könnte ein Problem werden, wenn sie vegan lebt und die da in voller Ledermontur kommt. Ja, es war mega geil. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall eine Frau, in die man sich verlieben kann. Hatte auf jeden Fall schon mal Crush-Potenzial. Das ist so das, was ich direkt abchecken kann. Geil. Genau so könnte ich es auch sagen. Ich freue mich total, euch kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir ganz viel Spaß miteinander haben werden. Sie so, also 100 Meter Abstand lasse ich dann noch zwischen den Girls. Und dann stelle ich mich vor. Näher ran muss nicht sein. Also ich hatte bei allen ein unglaublich gutes Gefühl, dass sie unglaublich sympathisch sind, dass sie wirklich Lust haben, da zu sein. Kann ich euch alle jetzt mal umarmen? Hi. Hi, ich bin Maria. Hi. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen. Wie cool, das gefällt mir. Sie will jetzt erstmal jeden umarmen, Maria direkt. Hi, ich bin Maria. Super. Hey, Jessie, hi. Ja, irgendwie voll ins Schwarze getroffen. Das glaube ich. So, und jetzt ist hier eine Szenerie, ich weiß auch nicht, die haben so alle Weibers. Mann, Weibers darf ich nicht mehr sagen. Mädels, oder habt ihr ein Problem mit Weibers? Ich ja absolut nicht. Ich finde, das ist ein tolles Wort. Deswegen schreibt mir nochmal in die Kommentare. Vielleicht darf ich es ja doch weiterhin verwenden. Die werden hier so weggeblurrt. Und der Fokus liegt auf der Frau in blauen Blazer und wasserstoffblonden Haar. Ich bin so überwältigt. Ich glaube, ich fange echt an zu weinen. Nein, ich bin hier. Ich fange dich. Nee, nee, ich kann das unterdrücken. Geht's, geht's. Kannst du, ich halte sonst zu. Wie geil, ne? Also mies, weil sie war dann halt weggedreht von Hanna und die hat sie dann nicht mehr begrüßt. Auch ein geiler Move von Hanna, ne? Brutal. Und die andere wurde dann auch nicht begrüßt, oder was? Mann, das tut mir leid, die Leverkusenerin. Die ist doch, hallo Leverkusen. Gucken wir mal, wie die Blonde jetzt damit umgeht. Herzlich willkommen. Wollt ihr was trinken? Ja, gerne. Ja, dann los. Willst du was trinken? Ja, gerne. Bitte. Aber hat sie so, hallo, ich bin auch noch hier. Wie fühlst du dich? Bist du nervös? Ja, jetzt gerade, ja. Ja, gib dir 5 Minuten und wir klären das schon. Bist du nervös? Die geht jetzt echt auf Angriff, ne? Direkt hinter den zwei. Ja, ein bisschen. Aber jetzt, dass du hier bist, weniger. Ja, kann man machen. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird der Titel des Videos. Kann es sein. Aua. Dein Outfit ist nett. Nett? Ganz nett. Dankeschön. Ich wollte dir noch was sagen. Ja. Ich bin vom ADAC. Ne? Vom ADAC? Ja. Und ich weiß halt einfach auch, wie abschleppen geht, ne? Ich finde das jetzt richtig lustig, diesen Spruch. Ich denke mir nur so cringe it in MDF. Habe ich das gerade gesagt von meinem Mund? Hier, mal wieder. Aber wie geht's dir denn, Hanna? Geht's dir gut? Jetzt gerade bin ich aufgeregt, auf jeden Fall. Man merkt sie aber überhaupt nicht. Nee, aber nein. Voll lässig und cool. Selbstbewusst. Ja, innerlich, aber es ist nicht so. Es sind halt viele Frauen, ne? So, hier, guck mal, unsere Namen habe ich vergessen, aber die, wo sie meinte, ich weiß nicht mit dem, ob sie mir nicht vielleicht so feminin ist, ich stehe auf feminine Frauen, die hier steht da hinten ein bisschen so, was mache ich hier eigentlich? Ich finde hier mindestens 10 andere Weibers 1000-mal geiler. Und man hat die volle Aufmerksamkeit und das ist so der Moment gewesen, worüber ich mir am meisten Kopf gemacht habe, weil es auch halt einfach der erste Eindruck ist. Stimmt. Du musst ja einen absolut affengeilen Eindruck dahinter lassen. Was wäre ich für eine Person? Ich könnte ja nicht ich selbst bleiben. Die Leute würden denken, okay, ist das jetzt ein Scherz von der Produktion oder was? Wow. Ich wollte mich mal vor, ich habe meinen Namen nicht gesagt. Ich bin Paula. Paula. Und woher kommst du? Aus Bremen. Und was machst du in Bremen? Ich bin Kinderkrankenschwester und ich bin im Hospiz. Also ich bin im Kinderhospiz. Oh, krass. Krass. Ja, seit ein paar Jahren. So. Das ist auch mega anstrengend. Ich mag's sehr. Was machst du denn so? Ich arbeite in der Baubranche als Projektleiterin. Ah, cool. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht im Trockenbau, also eine handwerkliche Ausbildung. Ja. Die packt direkt aus, ne? Zack, zack, zack. Mit der Paula kann ich mich gut unterhalten. Gefällt mir. Du hast ein ganz bisschen Lippenstift. Also ja. So ein ganz bisschen. Mach mal weg, bitte. Ja, klar. Mach mal weg, bitte. Ja, klar. Mhm. Dann geht's los, ne? Kleiner Flirt. Ah, ich lieb's doch. Das
hat sich schon gut angefühlt. Ja. Da sitzt sie da im Interview und die fragen echt, und? Wie war es? Hat es sich gut angefühlt? Okay. Dankeschön, bitte. Okay. Dankeschön. Also ich glaube schon, dass wir schon viben auf jeden Fall. Also dass da schon über die Blicke schon so eine Art Connection eventuell entstanden ist. Habt ihr jetzt auch von den 10 Sekunden, die ich da von euch gemeinsam gesehen habe, habe ich das auch gedacht. Sie hat irgendwie, also ich finde, sie hat so eine Aura. Ja, voll. Voll. Eine Aura. Voll, die kann einen voll mit einnehmen. Voll. So. Ich liebe ihre Augen irgendwie voll. Ich habe ja auch gesagt, ich bin ja so ein Mensch, ich habe ja keinen Typ, aber ich finde Ausstrahlung mega wichtig. Also wer findet Ausstrahlung nicht wichtig, denke ich mir so. Gibt es echt Leute, also, denen das total egal ist? Also von euch, gibt es da wen? Ich finde, sie kam rein krasse und sie war Ausstrahlung. Präsent. Total. Sie hat eine krasse Präsenz so. Sie ist einfach da und alle gucken, ne? Naja, sie ist ja auch die Princess, ne? Es ist meistens so, dass man halt das Gefühl hat, die ist was Besseres. Ansonsten geht nichts. Was hast du mit ihr gesprochen? Was sie so macht. Was macht sie? Scheiße, was macht sie? Diese. Ups. Hab ich doch schon wieder vergessen, Leute. Frag den anders. Sie ist in der Bau. Also sie ist Bauleiterin. Wow, cool. Finde ich auch mega. Interessant. Ja, voll. Also. Oh, ich finde sie echt catchy. Paula ist schon hin und weg. Ist sie. Du hast Geschmack. So, jetzt geht's ja über weitere spannende Themen. Musikgeschmack. Ich lege mich da überhaupt nicht fest. Ich sehe zwar aus gerade wie ein Rocker, aber ich bin jetzt nicht der so extrem Rock oder sowas hört. Ich habe immer spanisch oder portugiesischsprachige Lieder. Ich liebe es. Ja. Ja. Ich spreche Portugiesisch. Ja, ich auch. Oh. Echt? Du sprichst Portugiesisch? Ja, schon. Also ich verstehe es besser, als dass ich sprechen kann. Ich hast du es halt gelernt oder? Ja, auch, ja. Hallo, das ist die, die 5 Bachelorabschlüsse und Ärztin. Die spricht auch noch Portugiesisch. Super. Ey, fühlt man sich dumm neben so einer Person im Endeffekt? Stell dir mal vor, du bist die Freundin von der. Und dann kommst du da so, ja, Deutsch kann ich. Okay, ist meine Muttersprache, aber perfekt spreche ich es auch nicht. Englisch, doch, gut, aber das war's. Und Grammatik in allen Sprachen, komplette Katastrophe. Oder bist du Portugiesin? Nee, bin ich nicht. Bist du Portugiesin? Nee, ich bin halb Brasilianerin. Oh. Was macht ihr? Kommt doch einfach hoch. Warum denn nicht? Alle wollen mal. Soll ich sie runtertragen? Ja! Ich will euch nicht stören, aber wenn wir jetzt nicht runtergehen, wir kriegen Schläge. Yeah. Jetzt wird auch genauso gesagt. Klar, mal unsere Barkeeperin. Ja, wir haben eine Barkeeperin. Geil. Wo ist die Barkeeperin? Ey, nein, das hat sie mich verraten, oder was? Leute! Sie ist so toll, fickt euch, ganz ehrlich. Ey, jetzt bin ich ja auch mal im Urlaub und jetzt muss ich schon wieder hier scheiß Drinks mixen. Was brauchen wir noch? DJ, haben wir auch einen DJ hier? Ich glaube nicht. Bist du DJ? Für dich immer. Gut, einen DJ haben wir auch schon. Das gefällt mir, die beiden. Da ist ein bisschen was. Also bislang Paula und Jessie mit Hannah. Ich sehe da Potenzial. Ich hoffe, es schmeckt dir. Oh, danke schön. Die Barkeeperin immer noch auf 180. Jetzt musste sie der Princess einen Cocktail mixen. Bitte schön. Nochmal. Tschüss. 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 Die mir direkt ins Auge gefallen ist, ist Jessica. Boah, das war so klar, oder? Ey, die sieht aber auch aus, Junge. Einfach mega. 10/10. Und die wäre jemand, den ich im Club auf jeden Fall ansprechen würde. Aber das finde ich krass, weil guck mal, jetzt Jessica hat ja gesagt, sie wird oft nicht als lesbische Frau wahrgenommen. Und Hannah steht genau auf sowas im Club. Da kriegst du doch Körbe ohne Ende, oder? Weil du weißt ja nie, ob es jetzt eine lesbische Frau ist oder nicht. Was war so deine längste Beziehung? Nicht lachen, 8 Monate. Ist okay. Wie lange war deine längste Beziehung? 5 Jahre. Okay, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Ich finde, man merkt, Hannah ist ein bisschen aufgeregt, könnte sein. Aber ich wünschte mir wirklich eine wirklich ernsthafte, wirklich. Aber ich bin auch so ein richtiger Beziehungsmensch. Ja. Ja, das wusste ich. Und wie ist das bei dir mit Geschwistern? Hast du Geschwister? Also ich habe Stiefgeschwister. Mhm. Also ich mache jetzt nicht unbedingt so einen Unterschied. Ich finde es sehr wichtig, dass man auch familiär ist. Und du möchtest Kinder haben? Ja. Ja? Eigene oder? Je nachdem, was der Partner halt sagt. Mhm. Aber klar würde ich gerne auch eigene haben. Partnerin. Wie alt bist du? 26. 26, okay. Du bist 28, hast du ja vorhin gesagt. Ja. 2 Jahre älter. Ja, das finde ich gut. Ja? Ja, finde ich gut. Also, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, mir kommt Hannah auf jeden Fall nicht so entspannt rüber wie Jessie. Die lächelt ja ganz süß und frech. Also, Hannah, Potenzial. Mein Fazit ist, dass ich
sehr geflasht bin, ohne dass ich das eigentlich so geplant habe. Weil man plant es ja immer, geflasht zu werden von Menschen, unerwartet. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich auf jeden Fall darauf einlasse und ich überzeugt bin, dass ich da Gefühle entwickeln kann. Okay, das ist gut. Ich habe von Jessica noch nicht viel kennengelernt, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass sie ein sehr selbstbewusster Mensch ist. Und sie hat trotzdem weiterhin dieses Mysteriöse. Also ich glaube, hinter ihr steckt noch ganz viel. Und das macht es auf jeden Fall interessant. Okay. Interesse unlocked. Gut, wollen wir wieder? Ja. Ja. Ich stehe auf diesen Mix von ein bisschen Androgynen und trotzdem halt voll feminin. Ich finde es mega sexy. Ja. Also das ist schon, schon mein Ding. Was steht dir in meinem Bett vor? Wo habt ihr die denn? Die ist wirklich ganz gefährlich. Hast du schon ein paar Gespräche mit ihr? Also nicht alleine. Hm. Und ich habe immer, also ich rede immer viel zu viel und ich habe immer dieses Bedürfnis, meinen Mund aufzumachen, wenn die anderen Leute auch reden. Aber du strahlst schon krass aus der Masse raus, auf jeden Fall. Echt? Voll. Ich habe es gemerkt, vielleicht war ich ein bisschen zu viel drauf. Nein, du warst gar nicht zu viel. Ey, hallo, sie ist gekommen, nicht direkt. Ich bin Maria, reingekommen, reingebracht. Ja, aber das hat direkt. Ich habe immer dieses Bedürfnis, meinen Mund aufzumachen, wenn andere Leute auch reden. Ob ich das kenne? Na klar, ob man versucht, sich dann immer zurückzunehmen, ja. Aber es ist ein bisschen schade, weil man ist so einfach nicht. Man würde schon gerne alles irgendwie mitkommentieren. Aber man macht es den anderen Leuten zuliebe. Boah, mein Fuß, ne? Hier. Der knackt heute wie wild. Wie wild. Das sind die 30 Jahre auf meinem Buckel. Es fällt mir auch schwer, irgendwie anders zu sein. Auch wenn ich versuche, das merkt man, das ist einfach komisch. Finde ich auch, das ist genau richtig. Also klar, im Endeffekt, wenn sie darauf nicht steht, dass Frauen eher so extrovertiert sind und auch mal die Zügel in die Hand nehmen, ja, dann wird es vielleicht nicht so gut ankommen. Aber sei du selbst. Ich finde das persönlich total geil, weil ich auch eher so der Mensch bin, der dann so, also ich würde mich nicht als extrovertiert bezeichnen, aber ich kann es. Aber es ist total anstrengend so. Und wenn dann jemand kommt und mir das abnimmt, ich habe mich ja am Anfang nicht so getraut, weil ich nicht unhöflich sein wollte. Aber jetzt pirscht sie sich an, oder was? Ich wollte jetzt auch nicht super aufdringlich sein. Dann wäre das auch nicht ich gewesen, wenn jetzt nicht all eyes on me. Magst du vielleicht einfach ein neues Bierchen haben? Ja, ich mache hier überall Bier auf und ich verteile hier überall Bier. Ja, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn du willst, können wir uns gerne mal unterhalten. Ja, gerne. Cheers. So, erstmal, wie geht's dir? Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Also ich glaube, du bist noch aufgeregter als ich, aber jetzt mittlerweile geht's. Guck mal, ich merke auch jetzt sofort, mit ihr ist Hannah entspannter als mit Jessie. Weil bei Jessie war halt Jessie die Entspanntere und Hannah wurde dadurch dann aufgeregt. Jetzt ist aber die andere ein bisschen aufgeregt. Also übernimmt Hannah sofort die Rolle von, okay, ich bin hier entspannt. Ich bin hier der Boss. Das finde ich gut. Jetzt bin ich entspannter auf jeden Fall. Ja. Was machst du beruflich? Ich bin Personalerin und ich arbeite tatsächlich für die katholische Kirche. Wie kommt es, dass du für die katholische Kirche arbeitest? Ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht, keine Ahnung. Wie kann man denn in die katholische Kirche reinrutschen, frage ich mich. Das ist, also, nee. Das war halt immer echt ein großes Thema bei uns so. Ich bin relativ religiös auch erzogen worden. Also du bist glücklich in der katholischen Kirche? Ich würde mir wünschen, dass sich einiges ändern würde. Ist das für dich ein Thema, Religion? Es gibt auf jeden Fall irgendwas auf der Welt an Energie, was Menschen Hoffnung gibt, was Menschen hilft, weiterzukommen. Also das ist auf jeden Fall irgendwo da. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warum hast du überhaupt entschieden, hier mitzumachen? Ich möchte gerne mich binden. Mich war dieser Moment einfach so besonders. Weil ich konnte ihr in die Augen schauen, ich war so überwältigt. Die ist richtig verliebt schon, ne? So süß. Leverkusen. Ich hatte auch schon solche Haare. Ist geil, oder? Ist mega, jeder will dir über den Kopf rüber. Ich habe das noch nie gemacht. Bei jemandem. Echt nicht? Geil, das hat sie noch nie bei jemandem gemacht. Aber bei sich selbst kann man doch auch mal fühlen, das ist nicht dasselbe. Als sie meinen Kopf gestreichelt hat, das hat sich total schön angefühlt. Das war, war ein schönes Gefühl. Ah ja, ist ja wirklich ein bisschen süß, ne? So eine kleine Kopfstreichelung. Hier, wir haben jetzt Platz gemacht. Alter, jetzt frage ich euch mal ganz kurz, weil ich sie jetzt wirklich erstmal im Gesamtoutfit sehe. Hat erstens die Lederhose einen Schlag und zweitens trägt die da schwarze, fette Buffalos zu? Junge, was ist denn hier los? Wäre es okay, wenn wir uns mal unterhalten? Ja, klar, alleine, ja? Gerne. Ich wollte mit Vivian sprechen, weil es gibt bestimmte Frauen, wo ich schon sicher bin, dass ich diese Frau interessant finde.
Und dann konzentriere ich mich lieber auf die Frauen, wo ich mehr Unsicherheiten habe. Womit fängst du an, mit ihr zu sprechen? Weil es soll schon irgendwie was Tieferes sein, dafür sind wir auch hier. Da bin ich ja mal gespannt, was die so für Themen jetzt auspackt. Ist es deine Maschine, die da vorne steht? Oder? Nee. Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Also ich hätte gerne so eine Maschine. Ach, wenn du jetzt Princess Charming bist. Das Sponsoring von BMW ist doch schon längst eingeflattert. Was hast du für eine? Du hast bestimmt eine, oder? Ich habe eine Husqvarna, das ist so eine kleinere Maschine. Aber auch cool. Sag mir doch was. Klar, Husqvarna, kleinere Maschine, klar. Das weiß ich. Wie lange fährst du schon mit Motorrad? 3 Jahre ungefähr. 3 Jahre schon? Mhm. Ja, ich liebe Motorradfahren. Sorry, aber mehr Smalltalk geht doch gar nicht. Ist das nicht, also das ist sowas von Level Smalltalk. Hast du dafür dann gespart quasi für deine Maschine, ja, oder? Ja, klar. Ja. Nee, die habe ich einfach so, naja gut, ach komm. Aber unnötig, was für eine blöde Frage. Aber ich glaube, das kann in manchen Situationen von alleine schon. Ist das schon ein bisschen Freiheit so, glaube ich, irgendwie dieses Gefühl, oder? Beim Motorradfahren auf jeden Fall noch mehr als beim Autofahren. Ja. Und das ist halt mehr Adrenalin. Aber ich fahre halt auch sehr viel Auto und sehr gerne Auto und auch sehr schnell. Die hat auch bestimmt eine fette Karre als Projektleiterin vom Bau, ne? Die fahren ja immer so dicke Dinger. Aber oh, ich mag so Leute nicht, die immer rasen und so. Muss das sein? Nicht mit mir als Beifahrerin. Klingt wieder nicht nach Action, Mann. Ich will einfach mal Action. Ah, also bist du so eine schnelle Fahrerin, ja. Eher so eine kleine Raserin. Ja. Ich raste aus. Das Gespräch hat mir auch auf jeden Fall ein cooles Gefühl gegeben. Ich habe bei ihr viel Anspannung gemerkt in dem Moment. Und wenn ein Mensch angespannt ist und nicht locker ist, dann ist er nicht zu 100% er selbst. Und dann kommt da vielleicht nicht unbedingt das raus, was eigentlich rauskommen soll. Oh, schöne Einschätzung, das gefällt mir sehr gut. Ja, und die verabschiedet sich jetzt auch. Es ist natürlich auch heute die erste Entscheidung. Hanna, wer hat dir denn gefallen? Ja, es war mega geil. Ciao. Ciao. Der Plan ist auf jeden Fall, in ihren Gedanken aufzutauchen. Wie ich das anstelle, weiß ich noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie mir gefällt. Ich würde dir einfach sagen, dass du aus Leverkusen kommst. Hallo, die coolsten Menschen Deutschlands kommen aus Leverkusen. Das weiß jeder. Ich werde heute Nacht intuitiv und nach Bauchgefühl entscheiden. Ich habe gar keine andere Wahl, weil ich das gerade momentan nur habe. Da bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ja, die kriegen jetzt hier Ketten, ne? Wer weiter darf und wer nicht. Ich möchte mich bei euch bedanken für den tollen Abend. Und ich war am Anfang ganz schön nervös. Jessica. Du bist mir direkt aufgefallen. Möchtest du die Kette haben? Ja, sehr gerne. Das Ding ist, die wissen halt nicht, ob sie eine Kette kriegen oder nicht. Also eigentlich werden die dann aufgerufen und dann sagt sie, entweder möchtest du die Kette haben oder ich habe heute leider keine Kette für dich. A pessoa que sabe falar português. Die Portugiesenfrau. Stell dir mal vor, jetzt konnte die gar kein Portugiesisch, hat so gelogen und versteht das nicht. Aber. Você quer? Sim? Sim. Jetzt ist halt, wer bekommt heute keine? Es tut mir total leid. Ich weiß, dass es blöd ist, als Erste zu gehen. Aber ich hoffe, dass du deine Liebe finden wirst. Alles gut. Ich wünsche dir alles Gute. Ich glaube, du wirst von diesen wunderschönen Menschen auf jeden Fall jemanden finden. Glaube ich auch. Wir haben wirklich einen Eisladen. Heute musste Vivian gehen, weil sie nicht so extrem mein Interesse geweckt hatte. Aber ich finde es okay. Ich finde es okay, weil sie hatte ja wirklich auch eigentlich ein ganz gutes Gefühl mit dem Gespräch. Es war für sie kein Smalltalk und so. Und ja, Hanna hat das ein bisschen anders gesehen. Dann passt es vielleicht auch einfach nicht, ne? Deswegen nur das Beste für dich. Überraschend. Also ich bin irgendwie ein bisschen so noch neben der Spur, ja. Ja, die denkt sich bestimmt, hallo, wir hatten das Einzelgespräch und jetzt doch nicht? Hatte ich vielleicht ein Stinkemaul? Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken. Also ich habe wirklich nicht verstanden, was das jetzt soll. Ciao. Es wird nicht einfacher. Es wird schwieriger. Und emotionaler. Ja, hoffen wir doch. Ein bisschen Schmacke soll auf jeden Fall hier noch passieren. Ihr Süßen, das war's mit Folge Nummer Uno. Gucken wir mal rein, wie es weitergeht. Nächstes Mal bei Princess Charming. Habt ihr manchmal eine Sexfantasie mit einem Mann? Meine Fantasie ist dann, wenn ich der Typ wäre. Ah! Oh, ja! Oh. Ich finde das so schade, dass unsere Schamlippen sich nicht so bewegen können wie unsere richtigen Lippen. Ja, stellt euch das mal vor. Jetzt geht's richtig los.
letztendlich sind die Karten tatsächlich komplett offen und die Karten hat Hannah in der Hand. Den ganzen Tag sind wir frei, ja. Und sobald sie reinkommt, tragen alle eine Maske. Jo. Und? Was sagt er? Also ich muss sagen, erste Folge ist ja immer so ein bisschen läppsch, egal bei welchem Format. Deswegen bin ich umso gespannter auf kommende Folgen. Ihr Süßen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Ne? Und beantwortet, Entschuldigung, jetzt rülpse ich hier auf den letzten Metern wie ein Schwein. Es tut mir leid. Das ist brutal provokant. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein. Ja, kann man machen.